Als ich vor einer halben Stunde hier eingetroffen bin, habe ich über einen Location-Based Service-Dienst namens Foursquare hier eingecheckt, wie es so schön heißt. Das Ganze ist mit dem Titel meines Vortrags verbunden gewesen. Das Ganze ist dann über meinen Twitter-Kanal an meine 400 Abonnenten weitergegangen, gleichzeitig bei Facebook gelandet und etwa 3 Minuten später hatte ich die erste Rückmeldung eines Partners aus meinem Netzwerk, der gesagt hat, das ist ja spannend, kannst du so einen Vortrag auch für unsere Branche halten? Und da habe ich gesagt, da reden wir gerne drüber. Und so kommt eins zum anderen und so funktioniert die heutige Welt. Denn was wir über diese Welt wissen, ist ganz klar, sie ist keine Scheibe mehr. Sie ist eine Kugel, keine Frage, aber sie ist vor allen Dingen heutzutage ein Netzwerk. Und ein Netzwerk, was sich so rasant entwickelt hat, wie kein anderes Medium in den letzten Jahrhunderten und mit einer Auswirkung auf alle Branchen und alle Bereiche, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und die Art und Weise, wie wir in diesen elektronischen Gemeinschaften wirken, handeln, agieren und am Ende auch Geschäfte betreiben, unsere eigenen Produkten, Dienstleistungen, aber auch unsere eigenen Kompetenzen versuchen zu vermarkten, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Insbesondere auch für Sie und Ihre Branche. Und warum das so ist und warum wir nicht von einer Evolution, sondern von einer Revolution sprechen, das ist ein Thema, womit ich starten möchte und ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Inhalte der folgenden Einblendung richten. Willkommen bei der Revolution. Im Jahr 2010 wird die Generation des neuen Jahrtausends die Babyboomers zahlenmäßig überholt haben. 96% von ihnen sind Teil eines Social Network. Social Media hat Pornografie als die häufigste Aktivität im Netz verdrängt. Jedes 8. Paar, das im letzten Jahr in den USA geheiratet hat, hat sich über Social Media kennengelernt. Zeitraum bis 50 Millionen Nutzer erreicht waren. Facebook hat in weniger als 9 Monaten 100 Millionen Nutzer erreicht. Über 1 Milliarde Downloads von iTunes-Apps in 9 Monaten. Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es das viertgrößte der Welt. Bisher. Ja, meine Damen und Herren, sind Sie bereit? Sind Sie dabei? Machen Sie mit? Haben Sie Ihre Kundenkontakte bereits über die Social Media Networks adressiert? Haben Sie Ihre Netzwerke gebildet? Laufen die entsprechenden Empfehlungen zu Ihnen oder an Ihnen vorbei? Social Media ist keine Grippe, die wieder vorbeigeht, auch wenn das viele hoffen. Man muss sich damit befassen. Und da gibt es nur 2 Regeln. Entweder richtig oder gar nicht. Aber die, die es nicht machen, die werden aussterben. Und wenn sie es machen, müssen sie es eben im vollen Umfang machen und sämtliche Möglichkeiten nutzen, die ihnen diese Netzwerke bieten. Dabei haben wir von der Ausgangslage her zunächst einmal relativ nüchtern mit diesen Möglichkeiten des Social Webs Menschen miteinander zu vernetzen, Interessensgruppen miteinander zu vernetzen, die Beziehung in diesen Netzwerken viel umfangreicher und automatischer zu pflegen, als das jemals zuvor der Fall gewesen ist. Und die Frage dabei ist natürlich ganz klar, wie funktioniert das? Wie kann ich das machen? Wie stelle ich die Beziehung zwischen Netzwerkpartnern her? Wie kann ich daran partizipieren, was dort passiert? Und wie kann ich an ökonomischen Erlösen, die daraus entstehen, mich beteiligen. Entsprechend ist die Aufgabe dessen, was Sie zu tun haben, interaktiv in diesen Netzwerken dabei zu sein, aber nicht nur dabei zu sein, sondern wirklich täglich mitzumachen. Und dieses tägliche Mitmachen ist eine kontinuierliche Managementaufgabe für alle Unternehmungen und alle Personen, die in irgendeiner Art und Weise darüber etwas an den Mann oder die Frau bringen wollen. Und egal was es ist, egal ob das selbst, sozial oder auch Auseinandersetzungen sind in der Kommunikation, alles läuft inzwischen über diese Netzwerke. Dabei gibt es eine ganze Reihe an solchen Social Media Networks. Ich habe Ihnen hier nur mal ein paar mitgebracht, die wesentlichen in den einzelnen
Bereichen. Davon werden Sie mit Sicherheit einige kennen. In Deutschland mehr oder weniger bekannt ist die Business Community Xing, aber Facebook hat schon längst hier auch zum Siegeszug angesetzt. Ihre Kinder werden wahrscheinlich bei SchülerVZ oder StudiVZ schon längst aktiv sein. Vielleicht sind Sie schon dabei, Ihren eigenen Twitter-Kanal zu bespielen, um mit Microblogging die angeschlossenen Abonnenten zu beglücken, die durch Retweets das Ganze weitergeben und damit quasi von allein und automatisch und das auch noch kostenlos weitere Kundenkontakte ermöglichen. Das Entscheidende dabei ist, gar nicht so sehr zu selektieren, wo ich denn eigentlich aktiv bin, sondern Sie haben heutzutage durch die Technologie die Möglichkeit, mit einer Content-Eingabe in fast allen Netzwerken, gegeben dem Medienbaustein, aktiv zu sein. Ob das jetzt Video ist, ob das Foto ist, ob das Textnachrichten sind, alles ist sofort gespreadet in alle Netzwerke. Das ist eine unglaubliche Reichweite, die da passiert. Und wenn Sie sich entsprechend in der Presse durchaus mal das ein oder andere, was dort auch mal nicht so gut gelaufen ist, wie die Weitergabe des Ergebnisses der Wahl zum Bundespräsidenten aus den verschlossenen Kammern heraus, wie schnell das die Runde gemacht hat, da sehen Sie, welche Geschwindigkeit in dieser Weitergabe von Informationen heutzutage zu beobachten ist. Warum müssen Sie sich damit befassen? Weil sich unser Kommunikationsverhalten ändert. Die Kommunikation und das, was ich darauf verwende, geht zunehmend in diese sozialen Netzwerke hinein. Dabei haben wir wesentliche Kernnetzwerke, die es geschafft haben, sich gegeben der einzelnen Medienformen durchzusetzen. An erster Stelle ist hier mit Sicherheit Facebook zu nennen. Wir haben eben festgestellt, das viertgrößte Land der Erde, gemessen an den Nutzern. Demnächst werden dort Payment-Systeme eingeführt, sodass Sie darüber auch konkrete Transaktionen und Geschäftsabschlüsse abschließen können. Allein die Tatsache, wie oft bei den Beiträgen bei Facebook auf den Gefällt-mir-Button gedrückt wird, wird irgendwann eine Qualifizierung des gesamten Webinhaltes mit sich bringen. Google war gestern. Der Like-It-Button bei Facebook ist morgen. Die ersten Tools dafür sind schon da, weil die Qualifikation von Inhalten durch private Nutzer ist um ein Vielfaches besser, als das durch reine PageRank-Systematiken bei Google jemals der Fall sein könnte. Im Videobereich ist es klar YouTube, aber Sie sehen schon an der entsprechenden Steigerungsrate, dass YouTube irgendwo schon an eine Grenze läuft, die exorbitant gut ist, aber die Steigerungsraten hier entsprechend sich schon im Zaum halten. Die entsprechenden sozialen Netzwerke sind hier immer noch auf dem Vormarsch. Wir haben hier auch insbesondere die Nutzungszeit in diesen Netzwerken, die so spannend ist und die in irgendeiner Art und Weise in jeder Pause, und ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt gerade, während Sie draußen nicht nur den Kaffee getrunken haben, sondern ganz schnell zwischendurch sich auch mal eingeloggt haben, dann eben auch schon wieder einen gewissen Zeitanteil in diesen Netzwerken verbracht hat. Und so haben die Unternehmen längst begonnen, auch in diesen sozialen Netzwerken aktiv zu werden. Und ich habe Ihnen hier eine entsprechende Statistik mitgebracht von den größten Unternehmen in Amerika. Da sehen Sie, dass insbesondere dieses Social Networking auf der einen Seite gepaart mit Twitter auf der anderen Seite die Kommunikationsmittel der Zukunft sind. Alle versuchen sich hier ihr Netzwerk aufzubauen. Diese Netzwerke sind relativ stabil, also die Ab- und Anmeldezahlen sind relativ robust. Wir haben also durchaus eine Stabilität in der Interessensgemeinde, die sich an so ein Netzwerk anschließt und die dann kontinuierlich mit den Nachrichten, Achtung, die aber nicht eins zu eins die sein dürfen, die Sie sowieso schon auf Ihrer Webseite veröffentlichen, sondern die dann auch entsprechend angepasst werden müssen auf dieses Medienformat, dann dort platziert werden. Der Erfolg gibt denen recht. Warum? Weil damit Aufmerksamkeitsströme umgeleitet werden. Es gibt Studien, die ganz klar nachweisen, dass die Links, die in diesen Kurznachrichten bei Twitter platziert werden, tatsächlich Interessenslagen bezogen auf ein Thema von einem Medium oder von einer Webseite auf eine andere verlagern kann.